Hallo Freunde und herzlich willkommen auf dem YouTube-Channel von Musik aus Franken für Franken. Was euch hier erwartet, erzähle ich euch gleich. Mitbekommen habt, habe ich ja auf der Facebook-Seite eine Jahresaktion laufen. Und zwar, wer im Jahr 2019 einen CD aufnimmt, ein Album, EP, whatever, der kann mir die gerne zuschicken und ich höre da rein. Am Ende des Jahres küre ich dann das Album, die CD des Jahres und der Gewinner bekommt einen 50-Euro-Gutschein vom Musikhaus Thomann. Und den Anfang, den macht eine Epic Melodic Death Metal Band aus Kronach, und zwar Fading Eon mit ihrem Album A Warrior's Tale. Das Konzept hinter diesem Album ist ein Krieger, der sich von zu Hause, von seiner Familie verabschiedet, in die Schlacht zieht, da stirbt und in Valhalla einzieht. Das Ganze ist gepaart auf 5 Tracks. Und ich habe mir auch gedacht, 5 Tracks auf dem Album ist etwas wenig. Und dann habe ich mir die Laufzeiten angeschaut. Und die Laufzeiten, die sind enorm. Das kürzeste Lied ist 6 Minuten 43 und das längste ist 9 Minuten 39. Das ist Wahnsinn. Also das ist Epic, hat es da schon mal in der Länge verdient. Das Album, die Musik an sich ist ziemlich, ziemlich geil. Es gibt alles, was auf dieser Länge das Herz begehrt, treibende Riffs, ruhige Passagen. Es wird nicht langweilig, das ist das Schöne dran. Ich habe mir das Album komplett durchgehört und ich habe mich gut unterhalten gefühlt. Es wird einfach nicht langweilig und ich könnte es mir immer und immer wieder anhören. Schau doch gerne mal auf der Facebook-Seite von Fading Eon vorbei, die verlinke ich unten in der Videobeschreibung. Da könnt ihr mal gucken, wo ihr die kaufen könnt. Ich glaube, das geht nur auf der Facebook-Seite im Shop. Und es lohnt sich auf jeden Fall. Ich meine, das ist Hammer. Das ist geil. Auf jeden Fall schon mal ein würdiger Anwärter für die CD des Jahres. Und im nächsten Video erzähle ich euch dann ein bisschen was über das neue Album von M.I. God. 5 Jahre hat es gedauert, bis die wieder am Start sind und richtig, richtig geil abrocken können. Und im November letzten Jahres sind sie dann zurückgekommen und es war einfach nur geil. Im Rahmen der Shepperkopf-Veranstaltung im Quippel war es. Ich war da live vor Ort, es war echt geil. Wenn euch dieses Video gefallen hat, würde ich mich gern über ein Abo freuen. Und natürlich, wenn ihr nichts verpassen wollt, aktiviert die Glocke. In diesem Sinne verabschiede ich mich von euch und wünsche euch viel Spaß beim Reinhören von A Warrior's Tale von Fading Eon. Wird unten verlinkt, da könnt ihr mal komplett reinhören in das Album. Und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Euer Stefan.